Heute wollte ich euch zeigen, was passiert, wie ihr ganz easy euren alten Makita-Akku reparieren könnt. Der hier geht. Das ist ein ganzer Akku, neuer. Hier, der ist auch gut. Die hier. Da hinten ist ein kaputter Akku. Wartet kurz. Auf diesem Akku hier gar nichts. Das liegt daran, der Akku hat sehr lange, also er war leer, der Akku. Und hat sehr lang rumgestanden, also nicht geladen und gar nichts. Und jetzt haben wir das Problem, er wird nicht vom Ladegerät erkannt. Nicht mehr richtig, warte. Guck mal, und dann wieder zu diesem Akku. Guck, schon fängt er an zu blinken. Das heißt, wenn es anfängt zu blinken, wie ihr hier sehen könnt, heißt Akku defekt. Hier, fängt an zu blinken, Akku defekt. Das heißt, der ist kaputt. Dann nehmen wir den raus. Jetzt gehe ich hoch in meine zweite Werkstatt. Leute, jetzt bin ich drin mit dem Akku wieder. Jetzt können wir auch mal die Spannung messen. Jetzt schließe ich hier die zwei Kontakte an die Batterie an. Plus, Fenster. Ja. Viele Funken. Oh, der Draht, der fängt die ganze Zeit ganz stark an zu glühen. Wie man das sieht. Ich gebe immer mal ein paar Impulse rein. Okay, das war es jetzt mit dem Akku. Aber wir sind bei 6,7. Ah, die Spannung fällt wieder ab. Ja, die Spannung fällt ab. Das ist natürlich nicht gut. Wenn die Spannung ja schon wieder abfällt, das liegt, weil der Akku einfach leer ist und sehr kalt. Einfach hier 12 Volt oder 14 Volt Laderegler genommen, in die Steckdose gesteckt. Jetzt sind wir bei Nizio-D, sind wir jetzt hier drin. Jetzt tue ich hier rot und rot. Kunststoff gibt. Okay, dann mal starten. Batterie ist lading. Batterie lädt mit 6,5 Volt und die Voltzahl steigt zu der Batterie. So Leute, jetzt nach 2 Minuten laden ist der Akku schon bei 6,8 Volt. Oh ja, falsch umgestellt. Jetzt bin ich mal auf 1 Ampere. Gucken, was passiert. Er lädt noch, wayo, es funktioniert einfach. 6,9 Volt, okay, das habe ich mir vorhin gedacht, dass nicht so viel mehr geworden ist. Aber vorhin, wie ihr gedacht habt, waren 1,2 Volt drauf. Jetzt habe ich 6,95. Der Akku scheint noch busy Leben zu haben. Und jetzt, Leute, jetzt gehe ich raus, okay, bis gleich, ciao. So, jetzt bin ich in der Werkstatt und wie ihr sehen könnt, der Akku lädt. Und das ist schon mal sehr gut. Ohne Probleme. Okay, dann gucken wir gleich nochmal nach 20 Minuten, was da mit dem Akku ist. Aber er lädt wunderbar. Ich finde es wirklich krass, dass er immer noch lädt. Also das muss ich wirklich sagen. Ich finde es einfach nur Wahnsinn. Er lädt noch. Also ich finde es gut. Dann gucken wir nochmal ein paar Minuten. Boah, ich gucke nochmal eine halbe Stunde und gucke dann, was los ist. Ob er dann vielleicht mit dem Makita-Akku funktioniert. Und das hier, dass ihr auch mal glaubt, dass der Akku, der nicht funktioniert hat. Die anderen zwei gehen, der und der. Aber das ist wirklich der kaputte Akku gewesen. Der lädt. So ungefähr 20 Minuten später und der Akku lädt immer noch. Das ist doch mal ein gutes Anzeichen. So Leute, wie gesagt, 45 Minuten später ungefähr und dieser Akku hier leuchtet grün. Das heißt, er ist voll. So, das probieren wir jetzt nochmal aus. Also ich freue mich, also wirklich, das finde ich richtig cool, dass es einfach wieder geht. Zack. Es geht. Ich muss mal kurz die Kraft testen von dem. Also ich stelle euch mal irgendwo hin, wo soll ich das hinten? Hier vielleicht so. Guck mal, wie viel Kraft der hat. Boah, ja, es geht, sagen wir mal so, wie es ist. Er hat Kraft, aber jetzt, ja, den muss man noch ein paar Mal entladen, wieder aufladen. Aber wenn ihr wirklich wieder so viel Kraft haben wollt wie ein neuer Akku, ich kann mal den anderen wiederholen. Ich hole mal den hier, ich tausche den mal. Das ist der kaputte Akku von Fujin. Das ist der ganze. Testen wir den hier. Und der hat natürlich viel mehr Power als der hier, aber er geht wieder. Falls ihr jetzt nur einen Akku habt,
das ist voll in Ordnung. Aber wenn ich ein paar Mal auflade und ein paar Mal wieder entlade den Akku hier, dann geht der auch wieder wie neu. Und wenn ihr so einen kaputten Akku habt und wollt wirklich die hundertprozentige Power, dann nehmt ihr einfach eine Flex oder so. Nehmt ihr eine Flex, also ganz vorsichtig, und schneidet es auf an der Seite, das vom Gehäuse. Vom Akkugehäuse könnt ihr hier an der Seite aufschneiden und einfach macht Lithium-Ionenzellen rein. Und dann hält der Akku länger, hat mehr Power und dann ist alles in Ordnung. Aber ich würde es nicht mal mit der Flex machen. Das wäre vielleicht sogar ein bisschen zu gefährlich, dass ihr auf einmal den Akku durchschneidet da drin. Ich glaube, damit langsam dann einfach da aufsägt, langsam, dann könnt ihr das machen. Aber ich habe jetzt, mir langt es so, wenn ich einen Akku habe mit bisschen Power, den werde ich nochmal wieder komplett aufladen. Aber er geht auf jeden Fall. Und das ist doch, das ist natürlich klar. Aber er geht, das ist schon mal gut. Natürlich hat er nicht so viel Akku, ich habe hier noch den dritten Akku. Der hier geht ja natürlich auch. Und dann gucken, ob der, was mit dem Akku ist. Und dann, guck mal, hier merkt man schon direkt viel mehr Power. Viel mehr Power. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem gut, dass es wieder funktioniert. Der Akku hier. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und ein Abo. Würde ich mich freuen. Aber es funktioniert. Also. Aber ihr könnt auf jeden Fall irgendwo ein Loch durchbohren. Hat natürlich nicht so viel Kraft, aber okay. Leute, aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Okay, Akku werde ich jetzt wieder aufladen und ciao.